Hallo, ich bin's, Kim Lian. Heute mit einem kleinen Video zum Thema Lifestyle, Food und Fashion. Ich würde dir gerne heute meine ganzen Favoriten des letzten Monats zeigen. Ich fange gleich mal an mit dem Lifestyle-Thema. Und zwar habe ich da zwei verschiedene Kerzen, die ich dir ans Herz legen kann. Die habe ich im letzten Monat ganz, ganz viel brennen lassen. Und es ist trotzdem immer noch sehr, sehr viel davon da. Also nicht mal bis zur Hälfte angebraucht. Und zwar geht es um die Natural Leinenkerze von Primark. Wie der Name schon sagt, riecht es nach Natural Leinen. Naja, nach frisch gewaschener Wäsche, sagen wir so. Das soll zumindest der Hintergedanke dieser Kerze sein. Hat 3,50 Euro gekostet, war reduziert. Es ist keine janky Kerne natürlich. Es ist nicht so, dass wenn man in den Raum kommt, es einen umhaut vom Duft. Aber das soll ja bei janky Kerzen so sein. Ich weiß es nicht, ich hatte noch nie eine, weil mir das zu viel Kohle ist für eine Kerze. Aber bei der ist es definitiv so, dass wenn du dich 3 Meter rundherum irgendwo aufhältst, dass du die ganze Zeit diesen frische Wäscheduft in der Nase hast. Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Es riecht so schön rein und sauber und klar. Und ja, bei dem ganzen Weihnachtsgeruch, den man jetzt so in der Nase hat und den ich auch liebe, dazu komme ich noch, finde ich das ganz angenehm, wenn man manchmal einfach sich so ein Ding hier anzünden kann und das Ganze dann wieder so ein bisschen verpufft, weil ich abends gerne so Räucherkerzen, also Räucherstäbchen-Sessions mache und morgens zünde ich mir die dann an, so zum in die Gänge kommen und so. Das ist dann ganz angenehm, wenn dieser rauchige Nebel sich wieder verzieht. Das sind einfach so Räucherstäbchen aus dem indischen Laden, da gibt es ja 100.000 verschiedene Duftrichtungen. Und ich weiß gar nicht, welche Richtung das ist. Es steht drauf Sandalwood. Und es riecht recht herb, aber angenehm herb und ja, einfach sehr weihnachtlich, wie in so einer Esoterikbude riecht es dann hier immer. Und wie gesagt, deshalb ist es auch ganz gut, wenn man morgens dann wieder den ganzen Duft rauskriegt, aber abends ist es so entspannt, also so gechillt, wenn man sich einfach so ein Räucherstäbchen anmacht. Und das letzte, das ich dir aus dem Bereich Lifestyle zeige, ist eine weitere Kerze. Das ist so eine kleine Eule hier, auch von Primark. Und riecht ganz klassisch nach Vanille. Ist auch sehr, sehr gut, kann ich dir empfehlen. Ich glaube, die hat auch 3,50 oder sowas gekostet, um die 4 Euro. Weiter geht's zur nächsten Kategorie. Das ist Fashion. Und zwar habe ich da ein bisschen was für draußen und was für drin. Und zwar einmal diesen Schlauchschal hier aus Baumwolle, diesen schwarzen. Den habe ich dir auch im letzten Haul gezeigt. Das ist einfach so ein Rundschal, den man sich 3-mal um den Hals wickeln kann. Und den mag ich sehr gern, der ist von H&M und hat um die 5 Euro oder so gekostet. Und das Gute an dem ist, dass da auch kein Wind durchpfeift. Und deshalb trage ich zum Beispiel auch sehr gern den drunter und dann irgendeinen, keine Ahnung, modischeren Schal drüber. Aber auch generell so finde ich, schwarz geht immer. Es ist zwar ein unspektakuläres Teil, aber definitiv ein brauchbares, weil er wirklich seinen Zweck am besten von allen meinen Schals erfüllt. Und dann habe ich hier noch ein kleines Mützchen von Telly Whale mit so einem süßen Strickmuster und einem großen Bommel oben. Die trage ich auch jeden Tag jetzt derzeit und die wird mich den ganzen Winter lang begleiten. Ich finde die einfach sehr, sehr süß und in so einem Grau passt sie auch überall dazu. Ich finde es nämlich blöd, wenn man irgendwie immer hat schwarze Mütze, schwarzer Schal, schwarze Jacke, schwarze Stiefel. Und deshalb finde ich es ganz süß, dass die halt grau ist und dann zumindest so ein bisschen ein hellerer Farbfleck. Und die hat 9 Euro gekostet. Weiters mag ich sehr, sehr gern diese Weste, die ich anhabe. Die habe ich jetzt seit dem letzten Haul auch die ganze Zeit getragen, jeden Tag, auch wenn ich nur zu Hause rumlümmel, weil die einfach so unfassbar bequem ist. Die ist ganz weit, hat hier eben ganz, ganz weite Ärmel und hat dieses süße Plüschfell überall. Also die ist so unfassbar weich, das ist irre. Und das Gute ist, das habe ich auch im Haul schon gesagt, dass sie gar nicht fusselt. Das mag ich auch sehr gern. Die hat, glaube ich, 29 Euro gekostet bei H&M. Und dazu trage ich sehr gerne diese Kette hier. Also die ist wirklich mein Lieblingsteil bisher, seit ich sie habe. Die ist von It's Cult und mit der plane ich auch schon ganz, ganz viele Weihnachtsoutfits. Also in meinem Kopf habe ich schon 100.000 Variationen zu irgendeinem weinroten Kleid, zu irgendeinem schwarzen Pulli. Ja, da habe ich schon ganz viele Ideen. Vielleicht mache ich auch noch ein Lookbook mit Weihnachtsoutfits. Ich finde einfach so, zu einer festlicheren Jahreszeit ist es ganz cool, wenn man sowas Klamouröses, Statement-mäßiges tragen kann. Wie gesagt, auch mit einem schwarzen Pulli macht das dann schon sehr viel her und sieht einfach festlich aus. Deshalb mag ich die auch sehr gerne. Und dann kommen wir jetzt zum Food. Es wäre einmal ein Tee und zwar der Winterzauber von Teekanne.
Und das ist ein Früchtetee. Hibiskus, Hagebutte, Zimt, Spekulatius. Das ist richtig geil, die Kekse mag ich sehr, sehr gern. Äpfel, Orangenschalen, Holunderbeeren, Nelken und Pfefferminze drin. Und es schmeckt einfach komplett nach Weihnachten. Durch den bin ich jetzt auch schon voll verfrüht irgendwie in Weihnachtsstimmung, weil ich das einfach liebe, diesen Geschmack. Das ist sozusagen eine Limited Edition jedes Jahr. Deshalb werde ich da schauen, dass ich so viel wie möglich davon trinken kann, bis mir schlecht wird und ich ihn nicht mehr sehen kann und trinken will, weil, ja, lieber zu viel davon als zu wenig, weil der kommt dann ja bald auch wieder weg nach Weihnachten und so. Dann habe ich hier noch stehen einen Erdnussmus. Ist aus meinem Food Diary, da habe ich ein Gericht hergezeigt, wo ich Erdnussmus verwendet habe, und zwar mit so asiatischen Nudeln und Brokkoli. Da probiere ich jetzt gerade verschiedene Rezepte aus und spiele mich damit, weil ich finde das so unfassbar geil, gerade für so asiatische Rezepte oder so. Aber ich bin noch auf der Suche nach weiteren Rezepten, bevor ich dazu vielleicht ein Video drehe für Variationen mit Erdnussmus. Also wenn du ein Rezept kennst, dann post es mir gerne in die Kommentare rein. Oder wenn du weißt, was man noch damit so anstellen kann. Und dann habe ich noch einen Teil aus dem Asia-Shop hier. Das ist so mega ungesund, aber ich liebe es einfach. Asiatische Nudeln, die gießt du einfach nur mit brühend heißem Wasser auf und hast dann so eine Art, ja, Nudelsuppe. Und die Nudeln werden wirklich, wirklich so richtig geil, dick und schleimig und ich liebe es einfach. Ich liebe asiatische Nudeln, die Konsistenz davon und so. Und so werden die auch, sobald du warmes Wasser drauf gegossen hast. Also falls irgendwo in deiner Nähe ein Asia-Shop ist, riskier es mal reinzugehen. Du wirst sicher nicht enttäuscht werden. Es gibt so viele geile Gewürze dort, so viele geile Fertigsachen und auch richtig geniale frische Sachen. Also da kannst du mal vorbeischauen im Asia-Shop. Und das letzte Teilchen, das hier so rumsteht, ist meine Bertha, meine neue große Liebe. Eine Eieruhr in Hühnerform. Wie süß ist das? Ich habe es wirklich nicht glauben können. Da war ich mit Andrea in Mailand. Sie hat sich das dann auch in Pink gekauft. Und ja, ich liebe diese Eieruhr einfach, die ist richtig, richtig süß. Ich meine, hallo, ein Huhn, ein dickes Huhn noch dazu, das ist doch so süß. Es fehlt nur noch, dass es flauschig ist oder so, dann wäre es perfekt. Aber ja, ich habe sie Bertha getauft und ich liebe sie. Sie läutet immer rechtzeitig und ja, ist sehr, sehr praktisch und hat nur 2 Euro oder so gekostet in einem Geschäft namens Tiger. Das gibt es auch in Deutschland, laut der Andrea. Und ja, ich warte auch darauf, dass es nach Österreich kommt, weil da gibt es so super mega coole Home-Sachen und Lifestyle-Sachen, also von Kerzen über so Haushaltswaren bis hin zu Deko und so, ist da alles voll günstig und voll cool. Deshalb Tiger Management, Leute, falls ihr das je sehen solltet, kommt auch nach Österreich, macht überall Filialen auf. Die ganze Welt muss doch bitte schön Eieruhren in Huhnform haben. Das ist doch wohl das coolste ever. Jetzt bin ich auch schon wieder durch mit meinen Lifestyle, Food und Fashion Favoriten für diesen Monat. Und hoffe, es hat dir gefallen. Mich würde wieder interessieren, was dir am besten gefallen hat und ob du ein Rezept kennst für Erdnussmus. Plus einen guten Weihnachts- oder Wintertee, weil da bin ich auch immer auf der Suche. Also je nachdem, zu was du einen Tipp hast, gerne, gerne her damit. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und ich verlinke dir jetzt am Ende, wie versprochen, mein Food Diary. Da habe ich 3 Tage lang gefilmt, was ich so esse, vom Frühstück bis zum Abendessen und allen ungesunden Snacks. Oder eine Challenge, die ich mit meiner Freundin Kira gefilmt habe. Und das Feedback bisher ist sehr, sehr gut. Also es hat einige von euch sehr gut unterhalten. Und ich bin gespannt auf dein Feedback, falls du das Video noch nicht gesehen hast. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüssi! Ernst? Bleib mal ernst hier! Das eins hier? Ja. Schau wie funny.